Endlich wieder ein Spiel gegen den Herner e.V., ein Wiedersehen. So schön wie ein Zoobesuch an einem verregneten Novembertag, wie eine Wurzelbehandlung bei gleichzeitiger Zahnarztphobie. Man kennt sich aus der Vorsaison, als Herner am Aufstieg in die Oberliga scheiterte, Neuwied aber nicht. Nun sieht man sich wieder, Herne ist Regionalligameister, Neuwied letzter der Oberliga. Das machte aus den Bären, so war aus Herne zu hören, einen unattraktiven Gegner. Der Sieg beim EHC war im Ruhrpott nur eine Frage der Höhe. Die Superstars des HEV zu Gast auf dem Lande. Ein Frankie Petrosa, 42 Jahre jung, immer noch ein begnadeter Techniker. Ein Anti-Jussimitinen, der scheinbar nicht immer einen zum Spielen findet, dessen sportliche Qualität aber ebenfalls außer Frage steht. Auf der Gegenseite ließen es die Bären recht entspannt angehen. Die Rollen waren schließlich klar verteilt. Herne in bisher 6 Spielen dieser Aufstiegsrunde 6-mal Sieger. In der Vorwoche hatte aber endlich auch mal der EHC was zu lachen. Es gab den ersten Sieg in der Saison gegen Kassels 1B. Und abgesehen davon brauchst du in einer Neuwieder-Kabine niemanden zu motivieren, wenn der Gegner Herne heißt. Zu groß ist die sportliche Rivalität dieser beiden Vereine, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Und so war denn auch die Körperspannung von der ersten Sekunde an vorhanden. Das war nicht immer so in dieser Saison. Und das war zunächst auch bei Herne nicht der Fall. Mit einem solch präsenten Gegner hatten die Gäste wohl nicht gerechnet. Der erste Check tat weh. Er kam von James Ross. Dass Christian Neumann auf die Strafbank musste, war eine Fehlentscheidung, aber kein Beinbruch. Bitter jedoch, dass Sekunden vor Ende der Strafe einmal die Zuordnung nicht stimmte und Alexander Brinkmann am zweiten Pfosten ungehindert einschießen konnte. Das 1:0 nach 7 Minuten in einem ersten Drittel, in dem der EHC dem Gegner ansonsten mit einer starken Defensive den Zahn zog. Dazu musste Herne oft auf die Strafbank. Das ein oder andere Mal war es eine fragwürdige Entscheidung. Egal, Neuwied nutzte das Überzahlspiel ebenfalls zum ersten Treffer. James Ross, der Schuss passte. Ross überwindet Ex-DL-Keeper Benjamin Vogt nach 19 Minuten zum 1:1. Sein erster Treffer im Bärentrikot nach seinem Wechsel aus Adendorf in die Deichstadt. In einem so wichtigen Spiel setzt das schon mal ein paar Glücksgefühle frei. Das sieht man, oder? Zu Beginn des zweiten Drittels die Bären dann im Pech. Zunächst die Führung verpasst, dann eine Strafe gegen Herne nicht gegeben und dann setzt er seinen Konter von Damian Schneider. Und der macht das schlicht und gut. Der direkte Abschluss Alexander Rodens im EHC-Kasten ist geschlagen. Nach 30 Minuten gehen die Gäste wieder in Führung. Und trotzdem hatte Frank Petrosa die nicht enden wollende Lust, sich mit den Unparteiischen zu unterhalten. Der Kapitän und Sportdirektor des HEV war gesprächsbereit, formulieren wir es mal vorsichtig. Neuwied konnte dagegen die sich bietenden Überzahlsituationen in der Folge nicht nutzen, was ärgerlich war, denn auch wenn Herne durchaus spielerische Vorteile hatte, beängstigend war das nicht, was die Gäste hier zeigten. Das lag an der couragierten Defensivarbeit der Neuwieder um Trainer Arno Lörsch. Aber vorne fehlte die Durchschlagskraft, es fehlten aber auch Spieler wie Lomescolo, Sting und Petri. Und Herne? Die hatten ihren Damian Schneider, auffälligster Mann auf dem Eis und nach starker Einzelleistung auch zweifacher Torschütze. Sein 3:1 nach 43 Minuten tat dann schon richtig weh. Aber Schneider muss auch noch viel dazulernen. Zum Beispiel den Trash-Talk mit der Neuwieder Bank zwar zu genießen, ihn dann aber wieder auszublenden, wenn der Puck wieder auf dem Eis ist. Denn nur Sekunden nach einem Wortgefecht leistete er sich diesen Check gegen Andreas Czajka. Dafür sollte er eigentlich nur 2+10 Minuten kassieren, aber noch Trash-Talk aufgeheizt, wollte er die Strafe nicht wahrhaben, kassierte eine weitere 10er und durfte mit Spieldauerstrafe zum Duschen gehen. Unnötig hingegen war das, was Andreas Löfgen kurz zuvor mit Anti-Jussimitinen machte, der Finne durchaus ein streitbarer Charakter, aber auch einer, der in diesem Spiel abgemeldet war. Und dann dieser Stockstich von Löfgen gegen den HEV-Stürmer. Viele Bärenfans warfen dem Finnen anschließend Schauspielerei vor. Ich möchte mal einen Spieler sehen, der nach einer solchen Aktion nicht erstmal zu Boden geht. Natürlich war Mitinen nicht schwer verletzt, er blieb für den Rest des Spiels in der Kabine, drehte nach Spielende aber zahlreiche Ehrenrunden auf dem Eis. Auch das war unnötig, aber sei's drum. Schade aus Bärens Sicht, dass der Anschlusstreffer nicht mehr gelingen wollte, dann hätte die Partie vielleicht nochmal kippen können. Die beste Chance vergab völlig frei vor Vogt Jan Linnenbrügger. Am Ende blieb es beim 3:1 für Herne. Stimmen zum Spiel, zunächst der Gästetrainer. Ich fand, dass es aus unserer Sicht ein sehr zerfahrenes Spiel war. Wir sind nie richtig in den Rhythmus reingekommen, bedingt auch durch viele Strafzeiten. Und ich denke, dass der Sieg in Ordnung geht, aber mit der Leistung der Mannschaft bin ich nicht hundertprozentig zufrieden. Anders sah es trotz der Niederlage beim EHC aus. Man hatte sich richtig gut verkauft gegen einen starken Gegner aus Herne. Also ich bin eigentlich, trotz dass wir verloren haben, zufrieden mit der Leistung. Ein bisschen unglücklich hier und da, ein paar Situationen konnten wir sicherlich machen. Ob es nachher mit einem Unentschieden wirklich gerecht ist, sei es drum, das Spiel ist vorbei. Wir haben ein gutes Spiel gesehen und ich bin sicher, dass die Mannschaft daraus weitere Motivation schöpft und wir die nächsten
Tagen und Wochen sicherlich einen großen Schritt nach vorne machen können. Herne jubelt über einen verdienten Sieg. Die Neuwieder Bären freuen sich schon auf Netfen. Nächster Gegner am 10. Februar, 19 Uhr, im Neuwieder Eishaus.